In Indien sind mittlerweile mehr als 300.000 Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Die Zahl der neuen Positivtests wird mit 222.315 angegeben. Insgesamt liegt sie inzwischen bei mehr als 26 Millionen. Indien ist dazu übergegangen, die Impfung von bereits Genesenen hinten anzustellen. Da Impfstoff knapp ist, sollen zunächst bisher Nicht-Erkrankte immunisiert werden. Zuletzt hatte Ministerpräsident Narendra Modi alle Erwachsenen für die Impfung zugelassen. Derweil bereitet sich die Hauptstadt Neu-Delhi auf eine Lockerung des Lockdowns vor. Bedingung dafür ist ein weiterer Rückgang der Corona-Infektionszahlen. Für die Millionenmetropole gelten die Einschränkungen seit dem 20. April. Andere Bundesstaaten wie Jammu und Kaschmir im Norden halten den Lockdown weiter aufrecht. Dort gehen Teams in ländlichen Gegenden von Tür zu Tür, um die Menschen zu testen. Stand Sonntag hatte Indien, weltweit größter Impfstoffproduzent, rund 41 Millionen Menschen immunisiert. Das sind rund 4% der etwa 1,3 Milliarden Einwohner des Landes.